Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ich habe mir eine quadratische Leinwand auf meinen Arbeitstisch hingelegt und mich heute für eine grün-blaue Farbe entschieden. Das heißt, das Blau hat einen grünen Unterton. Und da es zu den transluzenten Farben gehört, werde ich einen zweiten Auftrag machen. Ihr seht schon, das Bild fängt heute anders an. Ich male sozusagen den Rahmen oder den Rand der Leinwand und danach trockne ich das Ganze erstmal mit einem Föhn. An diesem wunderbaren Geräusch wollte ich euch unheimlich gerne teilnehmen lassen. Ich habe mir nämlich eine Handwaschbürste besorgt und da tunke ich die Borsten in drei Farben, die ich auf meinem Teller aufgetragen habe. Ich hatte mir den Farbauftrag tatsächlich ein bisschen anders vorgestellt. Also ich denke, beim nächsten Mal müsste ich etwas weniger Farbe nehmen, denn die Farbe ist sehr tief in die Borsten eingezogen, aber das hat dem Ganzen letzten Endes keinen Abbruch getan. Wie ihr schon an den Geräuschen hört, hat das sehr viel Freude gemacht. Und ich habe jetzt nämlich im Gegensatz zu sonst schon Struktur auf der Leinwand, die einfach dadurch entstanden ist, dass ich verschiedene Muster mit den Borsten der Handwaschbürste bereits in die Acrylfarbe gekratzt habe. Und alleine das Geräusch hat mich dazu verleitet, sehr viele schöne Schwünge auch in die erste Schicht zu kratzen. Danach starte ich endlich in die erste Farbschicht, die mit dem Rakel aufgetragen wird. Ich benutze dafür eine Glättekelle, die ich zwischendurch sauber mache oder mal nicht. Ihr fragt dazu oft in den Kommentaren, wie oft ich das sauber mache. Also das ist je nach Gefühl. Es kommt darauf an, was ich erzeugen möchte und ob ich Farben unter meinem Rakel habe, die mir für die nächste Schicht nützlich erscheinen. Also das entscheide ich tatsächlich sehr individuell und das werdet ihr auch in dem heutigen Video sehen. Als erste Farbschicht habe ich das Goldocker aufgetragen und zwar verwende ich für meine Rakelbilder meistens die Standardserie von Amsterdam Acrylics. Ihr habt das auch oft gefragt. Ich verlinke euch meine Materialien in der Videobeschreibung. Das heißt also einfach nur mal die Videobeschreibung aufklappen. Und da findet ihr normalerweise dann auch die Materialien oder meine Werkzeuge, die ich in diesem Video benutze. Und als erste Farbe habe ich das Goldocker aufgetragen. Ich wollte heute nochmal ein Video mit Rost- und Patina-Effekten machen und wollte aber auch ein anderes Bild erschaffen als die, die ich bisher gemacht habe. Und deshalb habe ich zu dem Goldocker gegriffen. Das ist also ein relativ dunkler Maiston, der mir wunderbar und gut gefallen hat auf den bereits aufgetragenen Blau- und Blau-Türkis-Tönen. Danach habe ich als zweite Rakelfarbschicht zu dem Sienna gegriffen. Das ist ein eher warmer Braunton, der eine wunderbare Kombination mit den bisher aufgetragenen Farben bildet. Habt ihr schon gesehen, wie anders die Strukturen jetzt auf dieser Leinwand aussehen? Einfach nur dadurch, dass ich in der Untergrundbemalung mit der Waschbürste gearbeitet habe. In einem meiner vorherigen Rakelvideos habe ich schon mal ein Holzstäbchen eingesetzt. Und das mache ich jetzt auch wieder, weil ich ja Rost- und Patina-Effekte erzeugen will. Und da geht es ja auch darum, dass da teilweise Macken und Kratzer in der Leinwand sein sollten, damit das Ganze etwas nach Vintage und gebraucht aussieht. Und das kann man mit relativ einfachen Mitteln herstellen. Danach greife ich erstmal zu der wunderbaren Farbe, dem Türkisgrün. Das ist im Gegensatz zu den anderen Farben eine deckende Farbe. Und die bringe ich dann erstmal auf. Ihr habt gesehen, das Werkzeug war nicht gesäubert und deshalb gibt es jetzt auch direkt schon die ersten Schlieren in einer Mischfarbe zwischen dem Türkisgrün und dem gebrannten Sienna.
Jetzt ist es wieder an der Zeit, mit meinem Rakelwerkzeug ein paar Kratzer und Macken in die Leinwand zu bringen. Und immer wenn ich diese Farbkombination sehe, dann bin ich bei einer Hafenrundfahrt, die ich in Hamburg mit einem Freund gemacht habe. Und dort hat man auch sehr viele Container gesehen und diese Container hatten auch sehr viel Rost und waren auch teilweise in den Farben blau, blaugrau und irgendwie erinnern mich diese Sachen immer daran, wenn ich solche Bilder rakel. Also es ist so ein bisschen wie Urlaub. Eine Metallic-Farbe, die ich bislang auf meinen Rakelbildern in der Rost- und Patina-Optik noch nicht eingesetzt habe, ist das Silber. Davon hatte ich mir ein bisschen einen metallisch glänzenden Untergrundton versprochen, den man auch wahrnimmt. Ich bin schon ganz gespannt, wenn ich dann das trockene Bild in den Händen halte, ob davon noch was übrig ist. Was wäre ein Rakelbild in Rost- und Patina-Optik, wenn ich nicht dort auch ein bisschen Kupfer auftragen würde? Auch Kupfer ist eine transluzente Farbe und ich habe mich hierfür für das Kupfer entschieden, weil es einen rötlichen Unterton hat und wollte auch mal ausprobieren, wie es ist, wenn ich das auf dem Metallic-Farbton Silber auftrage. Man kann schon sehen, es wirkt viel zarter, als wenn ich das auf einer nicht-metallischen Farbe auftragen würde. Mir gefällt das sehr gut, aber ich kann euch jetzt schon sagen, hinterher ist diesmal von dem Kupfer gar nicht so viel zu sehen. Also ich hätte es etwas deckender auftragen müssen, damit es noch durchschimmert. Das tut es diesmal nicht. Jetzt ist es an der Zeit, mit dem Rakelwerkzeug etwas größere Fehlstellen in die obersten Schichten zu kratzen. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Danach greife ich erstmal zu einem momentan dunklen Braunton, aber man glaubt es kaum, dieses Braun ist auch eine transluzente Farbe. Das heißt, sie ist im ersten Augenblick deckend und ist es dann, wenn der Farbauftrag nachlässt, dann doch nicht. Das heißt, sie lässt von den unteren Schichten noch sehr viel durchschimmern. Das permanent grün-dunkel ist ein kleines Experiment. Ich finde, dass der Grünton schon sehr gut zu den Kupfer- und Brauntönen passt. Aber ich habe dann festgestellt, dass das dem ganzen Bild eine andere Farbrichtung gibt und habe es dann nur sehr sanft gerakelt und diese Schicht dann auch nicht deckender ausgeführt. Also danach bin ich dann wieder zu einer anderen Farbgebung zurückgekehrt und zwar habe ich mir dann überlegt, dass ich die Farbe, mit der ich den Rahmen ganz am Anfang der Leinwand gestaltet habe, jetzt in den Vordergrund hole. Diese ist, wie bereits erwähnt, auch transluzent, aber gibt dem Bild nochmal eine ganz andere Richtung. Nicht fehlen darf natürlich auch wieder ein bisschen kratzige Struktur einzubringen, die ich dann etwas sanft überrakel. Aber diese leichten Kratzspuren bleiben dann trotzdem erhalten.
Da ich noch nicht ganz zufrieden bin mit meinem Bild, nehme ich mir nochmal das Türkisgrün und setze das als oberste Farbschicht auf die bereits gerakelten Schichten. Und danach schaue ich mir das Bild tatsächlich erstmal eine Runde an und habe dann entschieden, dass es die letzte Schicht ist. Es hat dadurch einen ganz anderen Charakter als die vorher gerakelten Bilder. Es kommt nicht so viel von den Brauntönen hindurch. Aber ich finde, das schadet dem Bild gar nicht. Ich finde, dieses Bild ist wie eine eigenständige Persönlichkeit. Und ich mag es unheimlich gerne, vor allen Dingen durch die gewischten Strukturen, die jetzt mit der letzten Farbschicht aufgetragen werden. Mit der Kamerafahrt zeige ich jetzt das Bild im nassen Zustand und dort kann man noch auf die unteren Schichten hindurch gucken. Man kann das Goldocker noch erahnen und auch das dunkle Blau, die schönen Mischtöne, die ein wunderbar dunkles Grün ergeben haben, teilweise hier und da noch ein paar Kupfersprenkel, aber eher sehr zurückhaltend. Und auch immer wieder die kleinen Bürstenstrukturen von ganz vom Anfang, die dringen bis in die obersten Schichten hindurch. Jetzt mache ich noch für euch eine Kamerafahrt über das getrocknete Bild. Die Farben sind relativ ähnlich wie die im nassen Zustand, aber ihr werdet es schon bemerkt haben, manche der Acrylfarben trocknen einfach dunkler auf, als sie im nassen Zustand aussehen. Das gibt diesem Bild aber seinen unverwechselbaren Charakter. Es ist vielleicht nicht ganz der Rost- und Patina-Effekt, den ich mir ursprünglich gewünscht habe. Aber meine Vorstellung ist, dass es sich dabei immer noch um etwas handelt, was irgendwie im Wasser liegt, mit dem Meer zu tun hat. Und deshalb finde ich die Farben Blau und Türkis und dieses dunkle Grün-Braun, was noch durchschimmert, wirklich richtig schön passend. Und das meinte ich ja vorhin, dass dieses Bild einen eigenständigen Charakter hat. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Du darfst mir gerne ein Like geben, abonniere gerne meinen Kanal und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Hab noch einen schönen Tag.